Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben jetzt Samstagmittag, es hat 20 bis 30 Knoten, das Wasser läuft langsam ab und es klart auf, also perfekte Bedingungen für eine super schöne kleine Kite Loop Session heute. Das ist aber nicht das einzig Geile, denn heute sind auch einfach mal wieder alle auf dem Wasser zusammen. Viele Leute, die irgendwie die letzten Wochen, die ich nicht so oft gesehen habe, die sich untereinander nicht so oft gesehen haben. Und gerade in Pandemiezeiten ist da Kiten, finde ich, einfach so eine perfekte Sportart. Man kann irgendwie zusammen Spaß auf dem Wasser haben, eine coole Zeit haben, was Geiles erleben und das trotzdem mit Abstand genießen, hat keine Probleme irgendwie. Und mir fällt da mal wieder auf, wie privilegiert wir da eigentlich sind und wie geil das ist, so eine Sportart auszuüben, die auch in den Zeiten vernünftig funktioniert. Eine zweite coole Sache heute ist, ich möchte mich mal heute an einen neuen Trick rantasten. Und zwar ist es so, ich möchte eigentlich seit einem halben Jahr Kite Loop Board Oars und Kite Loop One Footer lernen. Da hatte ich aber immer das Problem, ich loop, das wisst ihr vielleicht, eigentlich immer nach rechts, also spring nach rechts ab, loop dann den Schirm nach links durch und müsste da den Board Off mit der rechten Hand durchführen. Das ist leider überhaupt nicht meine Schokoladenseite für Board-Offs und dementsprechend habe ich gedacht, ich drehe das heute einfach mal um und probiere einfach mal, wie sieht es eigentlich bei mir aus mit Kite-Loops nach links. Ich habe mich da jetzt zwei, dreimal rangetestet, das hat mehr oder minder gut geklappt, das heißt, es wird heute auf jeden Fall eine Menge Einschläge geben. Aber ich glaube, es sind einfach super Bedingungen, um das Ganze mal anzugehen. Und ich meine, das gehört auch dazu, einfach mal eine Session richtig zu crashen, um Fortschritt weiterhin zu erleben. Und damit wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß. Bevor ich euch aber die Aufnahmen gleich zeige, geht es jetzt erstmal eine Woche zurück. Denn letztes Wochenende waren Lotta und ich am Grünen Brink auf Fehmarn und hatten eine perfekte Morning Session bei Sonnenaufgang um 6 Uhr morgens. Sonne so gerade über dem Horizont, 20 bis 30 Knoten, keiner auf dem Wasser. Das hat sich leider nicht ergeben, dass wir ein ganzes Video draus gefilmt haben. Trotzdem hatte ich meine GoPro dabei und die Aufnahme möchte ich euch jetzt vorher noch einmal zeigen und wünsche euch ganz viel Spaß damit. Bis gleich, ciao! So, ich hoffe, die Aufnahmen haben euch gefallen. Es ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen später. Die Session ist jetzt gerade vorbei, das Wasser ist weg. Ich habe einfach vergessen, den Zwischenteil aufzunehmen, also hole ich das jetzt einfach nochmal nach. Ich verrate nicht, ob irgendwas geklappt hat oder ob es geil war. Doch, es war geil. Es war sehr geil. Aber das seht ihr gleich in den Aufnahmen. Genau, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und wir sehen uns gleich nochmal wieder bei mir zu Hause.
Was für eine Session. Ernsthaft. Ich hätte nie gedacht, als ich heute Morgen aufgestanden bin, dass es Schneegestöber gab, dass es gehagelt hat, geregnet hat, dass das noch so ein geiler Tag auf dem Wasser wird. Zum einen von den Bedingungen her, 20 bis 30 Knoten, durchgängig Sonne, es hat nicht einmal geregnet. Aber vor allem auch einfach, dass man sich einen Trick vornimmt und das dann nachher auch wirklich einfach funktioniert. Und das bestätigt einfach nochmal wieder, manchmal muss man sich Sachen einfach mal trauen und einfach mal durchziehen. Ich hänge da jetzt seit einem halben Jahr vor und ich habe mich bisher einfach nicht getraut. Und dann den Trick direkt beim ersten Versuch zu stehen, das ist schon wow. Also ich bin wirklich stoked heute. Ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir diesmal. Das ist, glaube ich, wirklich eins meiner Lieblingsvideos geworden. Alleine schon, weil ich endlich mal wieder einen neuen Trick stehen konnte, was wirklich lange Zeit jetzt nicht der Fall war. Genau, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit neuen Tricks oder den Trick, woran ihr gerade arbeitet, unten in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da und falls ihr noch nicht abonniert habt, ich habe gesehen, ganz, ganz viele gucken die Videos, aber haben noch nicht abonniert, dann klickt gerne mal auf Abonnieren, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao!